Leute, ich habe ja letzte Woche diesen Tag oder auch nicht Tag, ich weiß immer noch nicht, ob das ein Tag ist, auf jeden Fall Products Not Worth the Hype gedreht, also Produkte, die ihren Hype nicht wert sind. Und heute, wie versprochen, kommt das Video Products Worth the Hype, also Produkte, die den Hype wert sind. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle Produkte, die gehypt worden sind, zeige ich jetzt hier in die Kamera, die es wert sind, denn dann würden wir morgen noch hier sitzen, weil ich da ein paar Stück von habe. Aber ich habe, glaube ich, 12 oder so rausgesucht, die ich euch gerne zeigen möchte, weil ich da begeistert war, begeistert bin und ich glaube auch immer begeistert sein werde. Deshalb legen wir los. Das erste Produkt ist dieser Revival Loop Young Baked Highlighter. Ich glaube, ihr habt den auch schon so oft in der Kamera. Nein, Moment. Ich glaube, ihr habt den schon so oft in Videos gesehen. Bei mir ist leider die Verpackung kaputt gegangen, aber das ist ja auch egal. Das ist wirklich einer der schönsten Highlighter, die ich je gesehen habe. Also das ist wirklich überhaupt kein Glitzer, nur Schimmer, was ich total toll finde. Er ist günstig. Also ich glaube, da kann auch kein High-End-Highlighter mithalten, weil der wirklich ganz, ganz toll ist. Also der wird nicht umsonst so gehypt. Er ist einfach wunderschön. Natürlich muss man das mögen. Er ist ein bisschen eher kühler, weil er eben hier mit rosa ist und so ein Silberschimmer. Aber wenn man das mag, diese kühlen Highlighter-Töne, dann ist das ein absolutes Must-Have. Das nächste Produkt habe ich selber auch schon sehr, sehr oft in die Kamera gehalten. Aber weil ich einfach immer noch davon so überzeugt bin, musste das hier auch mit ins Video. Und zwar ist es das hier, das L'Oreal Hydra Active 3 Micellen Technologie Reinigungsfluid. Viel zu langer Name, aber ganz tolles Produkt. Ich benutze das immer so als allerletzten Schritt beim Abschminken. Also ich mache mein Augen-Make-up weg und mit so einem BB-Reinigungstuch so das Gröbste vom Make-up weg und dann auf dem Wattepad ein bisschen davon und nochmal übers Gesicht drüber. Es ist unglaublich, was da noch wegkommt. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich zweimal unglaublich gesagt, aber es ist einfach unglaublich. Wenn ich mit dem BB-Reinigungstuch drüber gegangen bin, denkt man so, wenn man so guckt, da ist ja gar nichts mehr drauf. Aber wenn ich damit nochmal rübergehe, hole ich nochmal so viel Schmutz, sage ich jetzt mal, runter. Das Wattepad, da ist noch so viel drauf, das ist wirklich toll. Deswegen, falls ihr das noch nicht probiert habt, also ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Das macht die Haut richtig sauber. Das hinterlässt so ein schönes, prickelndes Gefühl auf der Haut. Also ich liebe es. Dann etwas, was ich noch gar nicht so lange habe, also ein paar Wochen jetzt, aber ich finde es so, so toll. Und das ist die Labello Lip Butter. Ich habe jetzt die Vanilla Macadamia. Der Geruch ist himmlisch. Also wenn ihr so Vanillegerüche, so Candygerüche, so was weiß ich, Cupcake-Gerüche oder sowas mögt, dann müsst ihr euch die holen. Die riecht so toll und ich finde auch, dass die Pflegewirkung gut ist. Also meine Lippen sind im Sommer eigentlich sowieso nicht so beansprucht, sage ich jetzt mal. Aber man hat ja doch hin und wieder mal so ein bisschen trockene Lippen und so. Und ich finde, das macht diese Lip Butter wirklich gut. Sie ist richtig cremig, fühlt sich richtig toll auf den Lippen an, spendet schön Feuchtigkeit und dieser Geruch und auch der Geschmack ist wirklich super toll. Und ich werde da, glaube ich, auch mal die anderen Sorten von probieren, aber die Vanilla Macadamia ist super. Dann kommt jetzt ein Produkt, was ich stellvertretend für die ganze Reihe davon zeigen möchte. Und zwar sind das die Sleek Blushe. Man kann auch gleich sagen, die Sleek Eyeshadow Palettes, weil die sind auch wirklich klasse und zurecht gehypt. Und die Sleek Blushe auch. Ich habe hier den berühmtesten, würde ich sagen, Rose Gold. Das ist ja wirklich so ein schönes Rosé mit so einem goldenen Schimmer. Und das ist wirklich wunderschön. Gerade Rose Gold ist im Blush und Highlighter in einem. Allerdings muss ich sagen, dass für dunkle Hauttypen, glaube ich, wird man das nicht so sehr sehen, weil das schon ein sehr helles Rosa ist. Aber für jemanden wie mich, der sehr blass ist, ist das wirklich perfekt. Alle Sleek Blushes sind super pigmentiert, die krümeln nicht doll oder sowas. Ein bisschen manchmal schon, aber wirklich nicht stark. Und es gibt tolle Farben, deswegen wirklich, wirklich toll. Dann kommen jetzt als nächstes zwei Concealer, die den Hype wirklich wert sind. Und zwar ist es einmal ein teurerer und teurerer? Einer, der etwas teuer ist. Und zwar ist das von MAC der Pro Longwear Concealer. Ich habe meinen jetzt in NC15. Und ich muss sagen, ich finde ihn wirklich toll. Er creased überhaupt nicht. Er hat so mittlere bis starke Deckkraft, je nachdem, wie ihr das auftragt und so weiter. Ich finde, er trocknet sehr schnell. Man muss sie wirklich schnell verarbeiten, aber dann hält er auch wirklich den ganzen Tag. Man muss den nicht mal richtig setten. Schon da hält er gut. Ich sette natürlich trotzdem sicherheitshalber.
aber ich finde den wirklich toll. Also das ist wirklich so einer der besten Concealer überhaupt, würde ich sagen. Jetzt habe ich aber auch noch eine Drogerie-Concealer-Variante. Es ist auch nicht der günstigste Drogerie-Concealer, aber er ist wirklich super. Und man sieht, ich habe ihn schon sehr, sehr doll aufgebraucht. Und zwar ist das der Maybelline Instant Anti-Age-Effekt, der Löscher fürs Auge. Blöder Name, aber wirklich tolles Produkt. Ich finde, auch diese Applikation hier mit diesem Schwämmchen geht super gut. Man kann das damit schon toll einarbeiten. Dann lasse ich das so, was weiß ich, eine Minute ein bisschen antrocknen, mache derweil den anderen Concealer mit Unreinheiten oder was auch immer. Und dann arbeite ich das unterm Auge ein. Der hat auch wirklich eine schöne Deckkraft. Er ist sogar feuchtigkeitsspendend, finde ich. Er trocknet das die Augenpartie überhaupt nicht aus. Und die Deckkraft, wie gesagt, mittel bis stark, so ähnlich wie mit dem Prolonger Concealer. Ich finde, der Prolonger Concealer deckt noch ein bisschen besser und creased auch noch ein bisschen weniger. Aber der creased auch sehr, sehr wenig und für den Alltag, wenn es schnell gehen soll, benutze ich meistens den. Der ist wirklich, wirklich klasse. Dann einmal von Maybelline die Color Tattoo Lidschatten. Die sind so, so toll und zu Recht gehypt. Ich habe jetzt hier die Farbe 70 Metallic Pomegranate und ich habe auch On and On Bronze und Rose Gold oder Pink Gold heißt der, glaube ich. Die sind wirklich so toll. Also ich wollte euch aber die Farbe hier zeigen, weil die wird nicht so oft gezeigt und ist eine wirklich wunderschöne Farbe. Es ist so ein rötliches Braun mit so ein bisschen Gold noch innen drin. Ganz, ganz wunderschöne Farbe und die sind wirklich toll. Die sind als Base wunderbar. Die sind solo ganz, ganz toll, halten richtig, richtig gut und finde ich, sind ihren Preis auch wirklich wert. Die kosten ja schon so 7, 8 Euro, glaube ich. Aber sie sind es wirklich wert. Also ich habe auch einen MAC Paint Pot und ich muss sagen, ich finde da also eigentlich keinen Unterschied. Ich finde, die sind beide absolut gleichwertig und der Preisunterschied ist dann doch einiges. Dann jetzt auch etwas, wo ich erst seit kurzem total drauf gekommen bin und das sind die Essilacke. Ich habe zuerst gedacht, oh, so viel Geld, 8 Euro für Nagellack und bei mir halten Nagellacke eh nicht besonders lange und bla bla bla. Aber die Essilacke sind toll. Wenn ich mir überlege, dass so Essence-Nagellacke oder Catrice-Nagellacke bei mir eigentlich 2 Tage halten und dann fangen die schon an zu chippen. Und die hier halten bei mir eine Woche. Also das ist echt unglaublich. Ich habe bisher 2 Farben nur. Und zwar einmal hier diese, das ist die, Moment, Peach Daiquiri. Und dann habe ich noch einmal Romper Room. Ich glaube, das war aus einer LE. Auf jeden Fall sind das ganz, ganz tolle Lacke. Ich werde mir definitiv noch mehr zulegen, obwohl ich schon so viele Lacke habe. Aber die sind einfach toll. Ich finde, die sind den Hype wirklich wert. Sie lassen sich gut auftragen, streifenfrei, sind mit 2 Schichten absolut deckend und halten wirklich lange. Deshalb sind sie den Hype wirklich, wirklich wert. Muss ich leider sagen, auch wenn sie teuer sind. Dann einmal, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich ja eigentlich Flüssig-Foundations nicht so gerne mag wie Mineral-Foundations, also so Mineral-Puder. Ich benutze ja ganz gerne das von Alverde, kann ich euch sehr empfehlen. Ganz, ganz tolles Mineral-Puder. Aber wenn ich Flüssig-Foundation benutze, benutze ich hauptsächlich diese hier. Die Catrice All Matte Plus. Man sieht auch schon, es ist einiges draußen. Die ist einfach toll. All Matte Plus, also das heißt nicht, dass sie matt ist, sie ist semi-matt, steht aber auch hinten drauf, wenn man das hier durchliest, dass sie eben semi-matt ist. Ein ganz, ganz tolles Finish, sie ist nicht schwer, man merkt sie kaum auf der Haut, hat trotzdem eine schöne Deckkraft, einen richtig schönen ebenmäßigen Teint. Das ist die hellste Nuance 010 Light Beige. Ist mir noch ein Ticken zu dunkel, aber wenn ich es gut nach unten hin verblende, dann geht es einigermaßen. Von daher, die einzige Kritik, die ich hätte, es wäre schön, wenn sie noch eine hellere Farbe rausbringen würden. Aber ansonsten ist das wirklich die beste Flüssig-Foundation, die ich je getestet habe und wirklich absolut, absolut den Hype wert. Dann habe ich auch noch eine Mascara. Da hätte ich auch, glaube ich, 3 Stück nehmen können, aber ich habe mich jetzt für eine entschieden. Und zwar ist das die Glamour Doll, in dem Fall in Waterproof. Und diese Mascara ist einfach wirklich, wirklich gut. Sie kostet 3,95 Euro, glaube ich. Und sie ist klasse. Sie macht Länge, sie macht Volumen, sie hält den Schwung. Sie ist total schnell rauf zu tuschen. Man kann die unteren Wimpern klasse tuschen und ich finde sie wirklich, wirklich richtig gut. Sie hält lange. Also die hier habe ich schon, ich weiß es nicht wie lange. Ich habe ja mehrere Mascaras, aber die hier habe ich bestimmt ein halbes Jahr und sie ist immer noch gut. Sie krümelt immer noch nicht oder ist eingetrocknet oder sonstiges. Deswegen, die kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Dann einmal ein Produkt,
von NYX oder NYX oder NYX oder wie auch immer ihr das sagen wollt. Und zwar sind das die Butterglosse. Die sind ja auch super gehypt und auch wirklich zu Recht. Und ich finde auch Buttergloss ist wirklich ein treffender Name. Die fühlen sich so butterig zart auf den Lippen an. Die kleben nicht oder sonstiges. Ich finde, für einen Gloss halten die auch recht gut. Haben wunderschöne Farben. Da habe ich mir auch gerade erst bei Douglas einen bestellt. Ich hoffe, der kommt bald an. Mit noch ein paar anderen Sachen. Jedenfalls, und ich habe hier Peaches and Cream. Das ist so ein Peachy Pink. Es ist eine wunderschöne Farbe und ich liebe diese Buttergloss. Ich finde, das ist so eine Mischung zwischen Lippenstift und Gloss so ein kleines bisschen, weil sie sind natürlich super glossy, es ist schon ein Gloss, aber sie haben wirklich gute Deckkraft und eine richtig gute Farbabgabe, deswegen, ich glaube, die kosten 6 Euro oder sowas und ja, die sind den Hype auch sehr, sehr, sehr wert. Und das letzte Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier von Balea, dieser Beauty-Effekt Hyaluron Booster mit Duo Hyaluronsäure. Und ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe das jetzt einen Monat, glaube ich, und seitdem benutze ich das auch jeden Tag. Und ich habe echt das Gefühl, ich benutze das vor allen Dingen hier in meinen Nasolabialfalten und auf der Stirn ein bisschen und sowas. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es ein bisschen aufpolsternd wirkt, dass das super Feuchtigkeit spendet, dass es so eine gelige Textur. Und wenn man das so aufgibt, ist das super ergiebig. Also wenn ich hier einen Spritzer rauskriege, das ist eigentlich viel zu viel. Also das würde, glaube ich, fürs ganze Gesicht reichen. Und also ich liebe es. Ich muss wirklich sagen, ich habe echt das Gefühl, es bringt was. Und vor allen Dingen macht das so ein ganz smoothes, schönes Gefühl. Deswegen, ja. Sehr, sehr schön. So, das waren alle Produkte, die ich in diesem Video zeigen wollte, die meiner Meinung nach den Hype wert sind. Wie gesagt, ich hätte noch einige mehr zeigen können, aber dann, ich glaube, das hätte die Länge dieses Videos absolut gesprengt. Aber auf jeden Fall schreibt mir bitte, bitte in die Kommentare, was euer Produkt ist, was ihr liebt, was total gehypt ist und ihr denkt, dass auch wirklich zurecht gehypt ist. Würde mich sehr interessieren. Dann, falls ihr noch kein Mitglied der Cupcake-Familie seid und ihr es werden wollt, dann drückt doch einfach dort auf den Abonnier-Button. Dann werdet ihr kein weiteres Video mehr verpassen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis nächstes Mal. Bye!